Oh, Scheiße, ich weiß noch nicht mal, wo ich da lang muss. Oh Gott, Outlast. Jei, jei. Wo geht's hin? Rechts oder links? Mach die Kamera an. Schnell da rein, los! Oh. Alter! Ein Abenteuer ins nächste. Oh, über. Heftig, ey. Ja, die Musik kann's aufhören. Speichert? Das könnt ihr auch, geht nicht. Müssen wir hier rein? Ah! Was geht bei dir? Der hat wahrscheinlich auch Angst vor diesem riesen Wemser. Deswegen versteckt er sich hier auch. Ah, je. Ich muss da wahrscheinlich rein, hä? Okay, da komme ich nicht rein. Ich weiß, wo ich hier bin. Oh. Die Frage ist, wo muss ich denn hin? Da ist offen. So, bist du fertig, ich bleib hier. Oh. Hui, mir geht gerade die Puste. Okay, komm. Ihr kriegt ja Zustände, ey. Okay, so Zelle zum Verstecken. Bambus Bongo, wo muss ich denn hier lang? Muss doch irgendwo. Was will der von mir?
Halt's Maul. Hier, wo muss ich denn hier lang? Merkwürdig. Das juckt mich, das ist doch nicht mein Problem. Man hat juckt ein Cowboy, würde ich sagen. Komm ich denn jetzt? Was will der von mir? Wer weiß doch, wo ich bin, die Augen sind da verbunden. Aha, und wie fern? Jo, pack mal Batterie rein. Ja, mal. Ja, du nervst. Alter, hau doch mal ab, Mensch. Du bist ein Willy Wonka, ey. Ich komme. Okay, ich komme da nicht weiter. Merkwürdig. Oder ich muss noch mal zurück und ich. Ja, irgendwo muss doch was sein, was ich aufsammeln muss oder so, hä? Okay, ich sehe überhaupt gar nichts. Alter, liegt ja voll zerhackstückt, ey. Ich will mich ja nicht verstecken. Ich brauche Schlüsselkarte oder irgendwie sowas. Riesenwemser ist ja gerade nicht da. Die Stecke sind ja schon. Ich finde hier noch nicht zum. Ist doch kacke, ey. Gedacht, ihr wäre jetzt was gewesen, weil die Batterie da schon wieder leer ist. Ja, aber ey. Ja, hier unten ist also auch nichts. Ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen soll da unten. Hier ist noch nirgends von der Tür. Na komm, geh durch. Da kommt man nirgends rein. Wir weiterhelfen?
Okay, hier gehen die Batterien drauf gerade. Das ist ja nicht mehr feierlich. Okay, ja. An der Stelle gibt es mal einen kleinen Cut. Ich muss mich erstmal beruhigen, ey. Oh, okay, das ist aufreiben. Und ja. Ich würde sagen. Ja, Freunde, willkommen zurück. Hier an den kleinen Cut. Von Dead by Daylight. von Outlast, Entschuldigung. Ja. So, wie ihr seht, ne? Fresh und Funky hat sich mal die Haare geschnitten. Und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Ich hätte mir aber vorher mal eben schnell noch ein bisschen ans Mikrofon ranrücken hier. So, Moment. Ah, die letzte Folge war ja sowas von. Boah. Ich habe jetzt gerade an der Stelle, wo er da ist, auch wieder mega hart erschrocken. Ey. Wow. So, mal gucken, wie wir jetzt hier. Oh, stell mal die Kamera ab, aber sonst. 5 von 8. 5 von 10. Boah, ist das ein Krach. So, ja. Warte mal, ich gehe mal erst kurz raus, es wird so zu laut. Okay. Ja. Und zwar, warte mal, ich gehe mal. So. Bei der letzten E wusste ich nicht, wo es lang geht. Jetzt weiß ich, wo man lang kommt. Ich habe, nach dem Aufnahmestopp, ich habe noch mal ein bisschen weiter gesucht und muss erst mal drauf kommen. Okay. Ich wollte gerade irgendwas erzählen, wenn es vielleicht noch mal einfällt. Ansonsten machen wir weiter. Und ich finde es schön, dass euch Outlast 1 so gut gefällt. Ach, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Entschuldigt für die ersten drei Folgen, ja, dass da der Text nicht zu sehen war. Das hat sich bei OBS irgendwie verschoben, keine Ahnung, von der Größe her. Ich muss das erst wieder anpassen. Es sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ich habe an OBS das auf den anderen Monitor drauf. Hatte ich vorher nicht. Und dann kann ich so im Auge behalten. Okay, dann würde ich mal sagen, lass den Schauer weitergehen. Ah, Schwester, ich brauche Hilfe beim Waschen, Schwester. What? Mensch, ja. So, was ist hier? Hier ist nix. Oh, Scheiße. Na komm, los, komm. Komm zu Papa. Alter, was? Okay, das Scheiße. Alter, was treiben die hier, ey? Ich muss das mal hier so gerade so ein bisschen festhalten. Alles klar? Gucken wir da. Er hat auf jeden Fall noch Paare am Kopf. Nein! Alter! Es juckt mich. Ey! Danke? Alter, ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Soll ich da mal Kamera zeigen? Ist das, könnt ihr das sehen? Scheiße. Alter. Ich kann nur Alter sagen, weil das Alter irgendwie. Komm mal reingucken. Gibt's hier irgendwas? Nein? Hatte ich beim letzten Mal nicht mehr Batterien gehabt, anstatt jetzt hier? Seidig, du siehst so seidig aus. Ich muss dir ein Geheimnis verraten. Ich denke mal, Dezember, was? Was ist denn das? Ein Moment, ich muss nur. So, ich hoffe, der erwischt uns nicht gleich, wenn wir jetzt hier lang laufen. Der und sein Junge, und der Typ hat auch irgendwelche Schmerzen. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob er uns in Ruhe lässt. Welche Experiment würden Tote in den Lebenden durchführen? Ein kleiner Tipp, es läuft noch. Das Experiment läuft immer noch. Beweg dich vorwärts und drücke. Okay, warte mal, was jetzt?
Okay, alles klar. Wird mich keiner überrascht von hinten. Aber man kann mal raus. Dezember 1940, niemand weiß Bescheid. Wir knacken den Code. Sieh dich vor. China, Dezember 1941, 20. April 1945. Ja. Kann das sein, dass oben drüber einer herläuft? Alter. Ja. Mach den nicht ins Hemd. So, N. Nachruf unter. Okay. Rudolf G. Wernicke, Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90. Wow, ist der alt geworden, ne? Verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung dieses Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickten mit den deutschen Kriegstreibern wanderte er 1949 dank eines Visums des Staatsdepartements in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzt sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an der Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird der Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund. Yes, sicher klar. Mit einem großzügigen Wesen, hä? Bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Witness. He did note Kilby NMS. Also, ihr könnt ja gerne mal unter dem Video übersetzen, was das heißt. Ihr könnt einfach Pause drücken und dann mal übersetzen oder so. Ja, der hat aber gerade richtig frisch ich glaube, in der Toilette war schon lange kein Wasser mehr drin. Deswegen das zum Nachspülen, aber boah, heftig. Wie kann man nur in diesem Blut liegen? Das geht gar nicht, ey. Dann mal wieder raus. Ich werde jetzt nach oben. Ich hau mich aber erst unten um. Okay, wir müssen nach oben. Wie ruhig es auf einmal geworden ist. What the? So, und jetzt komme ich wieder hier hin. Kaum ist wieder laut. Was hat diese Schwelle hier, ne? Komm, gehst du da drüber? Okay. Okay, da fang am besten hier an. Oh, da ist eine Batterie. Sehr schön, können wir gebrauchen. Batterie aufgenommen, ja. Oh, mach zu. Oh, was bei dir? Du siehst genauso aus wie der eine unten, der bei dem komischen Sinn. Der bei dem Fernsehen guckt da unten, bei den anderen zwei irgendwie. Ja, ne? Du hast einen Zwilling oder so. Was ist, drücke linke Maus zum Verstecken? Und die ganze Zeit mit der scheiß Kamera an. Boah. Mal wieder raus hier. Okay, man kann sich verstecken. Hier oben auch. Ich hoffe, das brauchen wir nicht. Oh. Uiuiui. Da schnell drüber. Wo ist denn? Ich sehe doch nichts. Mach doch mal die Kamera an. Ich bin da unten gefallen. Okay. Ja.
Jetzt. Ja, okay. Und hopp. Ich würde den ja gerne. Okay. Nein. Ach, geh doch mal. Okay, es macht automatisch. Ich muss dann nur Finger seitwärts bewegen. Oh Mann. Okay, ist tricky, ey. Tricky, tricky Disco. Oh, okay, oh, komm, komm. Oh, ja. Ah, sehr schön. Komm mal an. Ja. Yeah. Okay, ich komm nicht dran vorbei. Alter! Wo ist er? Ja, ich glaube nicht, dass er was für uns in der Zelle hat. WTF, Alter! Alter! Nee, ich sehe nichts. Ach so. Ja, ich weiß, Batterie ist, noch da unten rein. Na, ja. So. Wow, ich kriege ja einen Anfall, ey. So, genau. Bleib. Herr Doktor hat mir einmal erzählt, dass der Höhlenmensch unsere Technik für Magie halten. Drücke er um die Batterie. Wir glauben nur an den falschen Dinge und das wird uns vernichten. Okay, ich könnte jetzt nicht alles lesen, tut mir leid. Ah, das ist gerade. Aber immer reingucken, dass wir hier was finden. Okay, da wird okay, da geht's runter. Schauen wir hier noch. Befindet hier gerade ziemlich wenig Batterien, muss ich sagen. Hab ich noch nicht so gesehen. Geist zu. Nein, warte mal, hier müssen wir rein. Boah, ich hab Muffe, Alter, bei dem scheiß Geblitzer, ey. Boah! Donnerblitz, Alter, das war gerade. Warrider! Da hat sich ziemlich Mühe gegeben. Das ist Klo. Das gefällt mir hier unten gerade gar nicht. Warrider. Das Wort Warrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt. Das Projekt Warrider heißt, aber die Patienten sprechen von Warrider, als ob er eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen, vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera oder vielleicht wäre ich auch langsam verrückt. Ja, das glaube ich wohl auch immer. Wir werden. Also wenn das vorbei ist, könnt ihr mich auch mit dem Rollstuhl hier durch die Gegend schieben, ey.